Bayern ist ein lebenswertes Land. Bayern ist deswegen so attraktiv, weil eine starke Zivilgesellschaft, erfolgreiche Wissenschaft, Forschung und Unternehmen hier ihr Zuhause haben. Alle verbindet Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz. Das ist unser bayerisches Lebenselixier. Menschen mit den verschiedensten Lebensentwürfen, mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründen haben hier in unserem Bayern ihre Heimat gefunden. Aber an dieser Grundlage unseres Zusammenlebens wird von Rechtsradikalen, Rassisten, Antisemiten, Menschen- und Demokratiefeinden gesägt. Und dazu zähle ich ganz explizit auch die AfD. Die DNA der AfD ist Destruktion und Sabotage unserer Demokratie. Ihre Strategie ist es, die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts zu verschieben, zu zündeln und den Botschaften der neuen Rechten salonfähig zu machen. Sie betreiben Spaltung, sie verbreiten Hass und Hetze. Und in dem aufgedeckten Telegram-Chat zeigt sich nicht nur eine Diskursverschiebung nach rechts, sondern gewählte AfD-Abgeordnete tauschen sich über einen Angriff auf unser demokratisches System aus. Und das, Kolleginnen und Kollegen, zeigt nur erneut, was viele, viele Menschen in diesem Land schon lange sagen. Bewusst und skrupellos verfolgt die AfD ein Ziel, die Destabilisierung und den Sturz unserer Demokratie. Und wissen Sie was? Das lassen wir Demokratinnen und Demokraten nicht zu. Wir ziehen die Brandmauer gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und Antisemitismus hoch und wir geben Ihnen, der AfD in Bayern, keinen Millimeter Platz. Und die AfD braucht auch gar nicht weiter versuchen, sich eine vermeintlich bürgerliche Fassade zu geben. Denn das nimmt ihnen schon lange keiner mehr ab. Eine Partei, die bei der Rede der Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch den Saal verlässt. Eine Partei, die den Faschisten Höcke als Ehrengast in den Bayerischen Landtag einlädt. Eine Partei, die in einem Telegram-Chat von einer totalen Revolution schwadroniert, ist ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Und als genau so ein Sicherheitsrisiko muss diese Partei auch behandelt werden. Wer nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, muss den wehrhaften Rechtsstaat zu spüren bekommen. Das heißt, allem, was strafrechtlich relevant ist, muss auch konsequent nachgegangen werden. Verbindungen zu anderen rechtsextremistischen Gruppen und zur organisierten Kriminalität müssen aufgeklärt und unterbunden werden. Und als Grüne, mein Kollege Temal Bozoglu hat das hier schon oft im Bayerischen Landtag eingefordert, ist uns klar. Die AfD in Bayern gehört endlich vom Verfassungsschutz beobachtet. In 5 Bundesländern wird das schon gemacht. Und wir als Grüne begrüßen es sehr, dass der Bayerische Verfassungsschutz sich im Lichte der neuen Erkenntnisse genau mit diesem Thema noch einmal auseinandersetzen möchte. In dieser Telegram-Chatgruppe, danke an dieser Stelle übrigens an die Journalisten des BRs, die das öffentlich gemacht haben, was uns ehrlich gesagt zeigt, wie wichtig eine unabhängige und investigative Presse ist und was im Gegensatz wiederum zeigt, warum Sie gegen Pressefreiheit ständig aufstehen, finden sich fast alle Landtags- und Bundestagsabgeordneten und der Landesvorstand der AfD. Ich halte also fest, es gibt eine Chatgruppe in diesem Land, in der fast die komplette Führungsriege der AfD Bayern fröhlich und munter unterwegs ist. Eine Chatgruppe, in der Umsturz, Revolution und Bürgerkrieg offen propagiert und Wahlen sowie das gesamte demokratische System verächtlich gemacht werden. Wir haben es also bei der AfD nicht um Ausreißer zu tun, sondern genau das ist bei Ihnen System. Und deswegen sind Sie von der AfD eine Gefahr für unsere Demokratie. Denn, Kolleginnen und Kollegen, das, was in diesem Chat und was in vielen anderen Chats geschrieben wird, das bleibt doch nicht dort. Wir mussten in der letzten Zeit schon mehrfach schmerzhaft erleben, dass aus hasserfüllten Worten irgendwann Taten wurden. Und Menschen starben, weil der Hass sich die Bahn bricht. Und auch der Blick nach Sachsen zeigt, wie schockierend tief das Gift des rechten Denkens schon eingesickert ist. Und da, und ich sage das so deutlich,
tragen Sie als AfD eine Mitverantwortung. Und deswegen brauchen Sie mit Ihrem AfD-Antrag sich nicht wieder aufjaulen und sich als Opfer stilisieren. Wer es auf die demokratische Grundordnung abgesehen hat, der darf sich über die entschiedene Reaktion einer wehrhaften Demokratie nicht wundern. Sie sind nämlich Täter, Brandstifter und legen den Axt an unser demokratischen Fundament. Wie schreibt zum Beispiel die Abgeordnete Syron in diesem Chat, ich zitiere, ich denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen. Und ganz ehrlich, der Satz lässt tief blicken, denn er zeigt, sie sehnen sich nach Chaos und sie sehnen sich nach Gewalt. Der Pressesprecher der AfD-Bundesfraktion sagte mal, geht es dem Land schlecht, so geht es uns gut. Und das zeigt ihr perfides System und bringt es genau auf den Punkt. Und damit, Kolleginnen und Kollegen, ist die AfD nicht nur ein Sicherheitsrisiko für das Leben von vielen Menschen in diesem Land, damit ist die AfD auch ein Risiko für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Bayern, für die vielfältige Zivilgesellschaft, für alle, die Weltoffenheit brauchen wie ein Lebenselixier. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, müssen wir Demokratinnen und Demokraten zusammenhalten, denn in jeder politischen Frage steht die AfD für das Gegenteil von dem, was uns in Bayern stark macht. Bayern ist zum Beispiel stark in einem vereinten Europa. Sie sind für Abschottung und Nationalismus. Wissenschaftlichkeit und Aufklärung ist unser Fundament. Sie streuen gezielt Desinformation und haben noch Freude dran. Und wir Demokratinnen und Demokraten, wir stehen für ein Miteinander und Solidarität. Und Sie von der AfD träufeln jeden Tag Hass und Hetze in unsere Gesellschaft. Und Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es in unserem Land weiter vorangeht, dass wir Demokratinnen und Demokraten zusammenhalten, dass wir in Demokratiebildung und Prävention investieren, unsere Sicherheitsbehörden gut ausstatten, um den Feinden der Demokratie zu begegnen und vor allem sorgen wir gemeinsam dafür, dass nach der nächsten Landtagswahl die Demokratiefeinde der AfD keinen Platz mehr in diesem Parlament bekommen. Vielen Dank.